It's time for World Underground Wrestling. Es ist nicht die Königin vom Keller. Es ist der King of Otterkring. Er kam als ein Niemand. Aber er hat sie verändert. Aber er hat sie verändert. Er kam als ein Jugo. Er steht hier als ein Jugo. Er bleibt ein Jugo. Ich glaube, er hat was zum Sagen. Ja, aber wer jetzt da referiert oder was? Ja, er soll zu mir kommen, aber du brauchst einfach mit oder was? Dann haben wir den nächsten Dancing Star. Let's dance! Meine Brüder und Schwestern, ich habe eine Frage und das ist die Frage des Lebens. Schon wieder. Abracadabra, wer ist wieder da? Ich habe euch nicht gehört. Wer ist wieder da? Und wisst ihr warum? Otto Kringer, heute ist der Tag der Abrechnung. Du wolltest meinen Brudis und Schwestern zeigen, was Sache ist. Ich glaube, es ist ihm wurscht, denn er wird euch nichts zeigen. Das Einzige, was er euch zeigen wird, ist weinen. Jugo zu sein ist ein Gesetz. Wer es verletzt, wird zerfetzt. Das steht sogar im Grundgesetz. Und du bist der Nächste, den ich Hut zerlegen werde. Weil wäre ich Österreicher, wäre ich sein Kaiser. Ich bin Kanzler. Und wisst ihr warum? Weil ich der Jugo bin. Ja, ich meine, die Jugos waren einmal bei Österreich, lang ist her. Es hat anscheinend einen Grund, warum sie nicht mehr dabei sind. Wurscht! Wie immer ein Titelkampf ohne Regeln! Da geht's gleich zur Sache. Juppin Uppercut! Aber Absoffener spielt ja nichts, habe ich gehört. Hoppala! Nein, da ist er ein bisschen schwer. Ja, der Otto Kringer hat nie mehr als 85 Kilo, ist eine Geschichte. Das war ein Bodyslam schon in der. Schatz gemacht und unten liegt er. Ja, vielleicht hätte es doch bei Österreich bleiben sollen und den Kaiser huldigen. Ja, aber das war in Sarajevo. Stimmt, der kommt aus Slowenien, nicht aus Serbien. Der King von Otterkring. Da gibt's mindestens genauso viele Otto-Fans wie Jugo-Fans, der arme Jugo. Aua! Mir da ja zwei, wenn ich so eine blaue Hosen anhätte. Dann kann schnell eine Schulter ausgekegelt sein. Und jetzt trainiert er nochmal gegen Referee. Also da. Ja, eh, passt. Ja. Aber wenn du fertig bist mit Zöhn, geht das wieder ohne Tackern da bitte fuhren. Es gibt eh keine Regeln, ist eh scheißegal. Ein Seier! Oh, Backbreaker! So, ich glaub, der macht einen Seitzlen. Schieren Sie an! Was soll er da anziehen? Das liegt beide. Ja.
Ja, so schnell geht das nicht. Beim Otto ist der Mond aufgegangen. Beim Otto geht immer der Mond auf. Das ist ja ein Bauhackler, ehemaliger. Schön, Elektro! Mirkara 2. Das raubt ihm die Luft. Aber ich glaube, Mirka hat ein bisschen sein Bart geschützt. Wo sind die Otto-Fans? Also einer hat sich gemeldet. Einer hat sich gemeldet, der hat aufgezeigt. Mirk, aua. Mein Gott sei Dank konnte ich... Aua, das war... BDT! So, Platsch hat's gemacht und unten liegt er. Ja, jetzt ist er, glaube ich, sowas wie bewusstlos. Drei. Ein Jugo, der bewusstlos wird? Na, geht's, glaube ich nicht. Oh, ein schöner Konter, jetzt ist er! Also das hätte man nicht gedacht, dass beide so beweglich sein können. Schöner Dropkick! Ein Dropkick in Ehren, keinen Otto verwehren. Erst du sollst nicht mit dem Beef geschmusen! Ja, liebes Beef! Chief, der Jugo kommt. Auf ihm steht ein Foot oder was? Vorne. Nicht daher, nicht daher! Nicht daher! Jetzt hast du das Mikro zlegt erst. Eins, zwei, geht jetzt. Es ist erlaubt, der arme Gürtel. Ja, beide in der Art, zwei. Drei. Wieso wackelst du dabei so? Vier. Das ist ja bissen worden. Stehen wir eh schon in der Sonne. 5 Minuten Kampfzeit. 5 Minuten Kampfzeit und das Publikum hinten hat das auch was zu sehen. Ich bin schon wieder im Ball drin. Schiff der Jugo kommt schon wieder in den Sessel.
Das ist mein Bauch. So jetzt! Das ist jetzt ist so was! Das ist so was! Was? Der war blöd. Also, er tut weh. Ein schlechtes Timing von mir, glaube ich. Hey, das ist du. Erst du doch nicht mit dem Bier herumspritzen, du Socken. Vorsicht. Da zerbröselt der Sessel. Schlechte Qualität. Ja, Ikea. Jetzt ist er ausgenockt. Ich glaube, der Kampf ist vorbei. Ey, junger Mann, die Latte brauchen wir noch. Wir müssen da. Er steht schon wieder. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Oh, der wird angezählt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Der Otto Kringer ist ein Büroleiter. Fünf. Sechs. Sieben. Na, so lange nicht knirrt das gar nicht. Oh oh. Oh oh, die wird die vielleicht. Mir dauert zwei. Das ist wieder mal ein typisches Publikum. Zügt dann statt erste Hilfe wird gefilmt. Ja, der Wahnsinn. Mario, was ist mit ihm? Es ist strafbar. Eins. Okay. Zwei. Jugo! Vier! Jugo wird angezählt! Fünf! Schöner Suplex! Schöner Suplex! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Nein, nein, er steht schon wieder. Jetzt ein Bärhack. Zur richtigen Zeit angesetzt. Das raubt ihm jetzt die letzte Luft. Mir dauert 32, aber Gott sei Dank bin ich nicht in dem Bärhack. Aufgabe, Jugo! 10 Minuten Kampfzeit. Ich weiß nicht, was Aufgabe auf Jugoslawisch heißt. Das ist das Problem. Kann wer Jugoslawisch von euch? Keine Aufgabe vom Jugo. Was heißt Aufgabe auf Jugoslawisch? Cevapcici. Ja, Jugo heißt nicht Aufgabe auf Jugoslawisch. Cevapcici heißt es. Was nimmst du? Einmal ist die Hand gefallen. Beim dritten Mal ist es vorbei. Zwei. Siegertin! Was für eine Wrestling-Aktion, er schmiert sich die Bänder. Ja, der Jugo hat alles unter Kontrolle. Sechs. Ein Kniestoß. Mir tagert's weh. Eins. Ich glaube, jetzt möchte der Jugo zurück sein. Zwei. Drei. Vier. Ich hab gesagt, das wird ein Leitermatch. Ja gut, aber im Bauch. Das Kreuz tut weh im Bauch. Und den Arsch, nein, Oberschenkel. Ja, no rules.
Feuer dazwerfen wollen. Also ich wollte gerade sagen, das war glaube ich ein Eigentor ein bisschen. Ja, aber der Jugo, der kennt keinen Schmerz. Der weiß auch nicht, wie man sich Schuhbandeln bindet. Also. Auf dem T-Shirt steht cute, also er ist total süß. Das heißt Chuti tut Chuti. Ich meine, Chuti kann man übersetzen mit Gusch, aber. Schön! Oh, super Aktion von Mirko! Ja, Otto Klingel hat angezählt. Also ihr müsst euch entscheiden, wenn die Hälfte Otto und die andere Jugo ruft, versteht man eigentlich nicht. Ein schöner Kick. Zwei. Da hat der Otto am Eisen gehabt, dass er nicht auf die Leiter gekommen ist. Vier. Fünf. Ja, das ist kein Kampf, sechs. Das ist wieder mal eine Schlacht. Und Dopingmittel ist voll verboten. Was ist mit dir? Es gibt keine Regeln, ich weiß eh. Der ist daneben gegangen. Das Otto-Kringer hat den Otto-Kringer beschleunigt. Oh, Ansatz zum Beiltreiber. Beiltreiber! Aber jetzt ist vorbei. Jetzt geht nichts mehr beim Mirko. Da wackelt das Knacke. Was machst du jetzt mit deinem Viertel? Hey, das rutscht sicher die Hosen. Das ist nicht lustig. Aua! Nein, das ist nicht die Extreme, das ist der Otto Kringer! So, aber jetzt hat er angezeigt, dass vorbei ist, der Otto. Otto Splash! 85 Kilo! Treffen da auf 70 Kilo! So um den Daumen gepeilt, ne? Ich glaub, der Mirko ist ausgenommen. 6. Welcher Oberschenkel hat 85 Kilo und welcher 70 Kilo? 8, 9, nein, er steht schon wieder. Das ist mein. Das ist der WoW-Viertel. Pass auf drauf. Wenn du am Home willst, irgendwann einmal. Das war süß. Pass auf, Jugo, hinter dir. Wer hat das gesagt? Sehr lieb. Wird's leise, das hat der Jugo nicht gehört. Jetzt muss aber vorbei sein. 6, 5 Minuten Kampfzeit! Na, Na, nicht da oben, da ist drin. Jetzt speibt er das Bier aus. Nein, bitte nicht! 1, Otto! Otto! Beide werden angezählt. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, beide Stänger, also stehst vielleicht übertrieben. Das ist jetzt schon Wirtshausschlagerei. Also ich habe mich im Wirtshaus noch nicht hingekniet, aber wurscht. Ja, das ist, wenn man angesoffen ist, da kannst du nicht mehr stehen. Ich habe bis jetzt immer noch stecken, also besoffen kann ich gar nicht sein. Heppert, mir da gerade zwei. Alle! Oh, jetzt kämpft nur mehr der pure Instinkt. Welche Uhr will ich fünf? Da holt er aus. Halt vorbei, sind wir eben. Die waren ein bisschen abgesagt, hätte ich gesagt. Eine schöne Konterklosslein und Mirko am Boden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ist der Boden, weiter geht's. Bam. Daneben. Komm mal, Stanner. Kein Stanner. Halt vorbei. Ja, beide sind schon ein bisschen mitgenommen. Ein schöner Superkick. Der ist genau aufs Kinn gegangen. 2. 3. Na,
Ja, 17 Minuten geben die schon Gas. 5. Schöner Big Boot. Ich glaube, der Mirko geht nach Hause, jetzt zieht sich die Jacken an. Hey, das ist illegal! Schiri, nimm ihm das weg! Es gibt keine Regeln, das ist alles legal! Ja, das tut weh. Aber er steht schon wieder! Als hätte sie ihn nicht getroffen! Fireman's Carry! Hashimoto alle! Otto Mansruhe, na fast nicht ganz. Von Shinji Hashimoto! Na, der Otto hat ihm zuerst hingekriegt und ist da drüber geholt, stimmt ja. 4, 15, 6, 7, 8. Der fällt's beide um. Ja, aber der Kick vom Motor, vom Mutter hat gesessen. Ist genau aufs King gegangen. 5, 6, 7. Nein. Otto, du brauchst ein Bier! Das ist schon weiter! Hallo. 10, aus! Sieger dieses Kampfes! Und weiterhin am Bierender österreichischer Champion! Nach 19 Minuten extremer Kampfzeit! Mirko!